Hier sind noch die Kutschenspuren. Eigentlich sollte der Prinz es gar nicht so schwer haben, die Spur zurückzuverfolgen, wenn hier noch Kutschenspuren bis genau vor dieses Haus gehen. So, du bist also keine Fake-Truhe. Du gibst mir eine Magieformel. Finde ich gut. Klopfen wir mal bei der guten Dame an. You honor our humble home, my lord. Quite so. May I present my daughters, Grisella and Anastasia? As I feared, there is darkness here. Wait! It's dangerous to fight the darkness with light, my dear. Who are you? Cinderella's fairy godmother. I appear to those who believe that dreams come true. Then I'm honored. But why would you advise me not to fight darkness with light? Strong rays of sun create dark shadows. Sadly, Lady Tremaine and both her daughters are jealous of Cinderella's charm and beauty. Qualities that appear to you as light. Jealousy is darkness. Light and dark go hand in hand. You can't have one without the other. Then, what should I do? It's quite simple, dear. One of Cinderella's friends is trying very hard to keep her light from fading. I want you to join little Jacques and help him. I can do that. You'll need a bit of my magic to help Jacques. Come back and see me when you're ready. Verwandelt sind sie jetzt in die kleine Mausform, in der auch schon Ventus unterwegs war? Dann mach mal bitte. Ich bin bereit. Are you okay? Cinderella, step muddy, lock her in a room. Gotta let her out. Gotta save Cinderella. Let me help you. Oh, that's how I like benefits. Do you ever meet a Ben? I'm Aqua. But tell me how you know about Ven. Us a friend, good friend. Then help a Jack fix a Flinderelli to rest. And where is he now? Rook of a friend. Other friend. I see. Then, you must have just missed Terra. I can't understand why. It always fit perfectly before. Quite enough of this. The next young lady, please. Oh no, hear that? Gotta flurry. Flinderelli gotta try that flipper. Doch, er kann den Schlüssel verlieren. Du hast ein Schlüsselschwert, das kann alle Schlösser öffnen. Hast du da nicht mal darüber nachgedacht? Ja. Egal. Starten wir also gegen die Unversierten. Geleitet Jack sich jetzt zum Mauseloch. Schütze ihn mit Viereck und schlag mit X zurück. Ist ja nicht so, als wenn ich dieses Spiel noch nie gespielt hätte. Also, das will ich besiegen, ihn schützen. Jack läuft das Stück. Ist weg. Ich habe mir 5 Dosen Energy gekauft. Ich weiß aber nicht, ob ich die alle brauche. Ich habe nur vorsichtshalber ein paar mehr gekauft. Falls, ne? Man weiß ja nie. Aber eigentlich sollte das genügen. Ich habe ja auch noch
genug andere Sachen zu trinken. Ich will mich auch nicht nur von Energy Drinks ernähren. Das ist ja auch nicht unbedingt das Gesündeste. Trinke ich normalerweise nämlich gar nicht Energy Drinks. Oh, vielleicht hätte ich ein bisschen aufpassen sollen. Könnt ihr ihn bitte kurz in Ruhe lassen? Ja, ihm geht es nämlich gar nicht ganz so gut. Hier. Der hier noch? Ja, das stand da voll Frühdruckgefiereck. Könnt ihr ihn jetzt mal in Ruhe lassen? Ich hab doch Viereck gedrückt. Was wollt ihr noch? Also nimm das und nimm das. So, du bist doch da. Was willst du noch? Ah, sieh. You're the only ladies here? There's no one else, Your Grace. Come on, hurry, Jack. Would it be all right if I tried on the glass slipper? I met you at the palace. Unfortunately, you are not the young lady the prince is looking for. But I am a girl. I should at least be given a chance to try it on. Who are you? And what are you doing in my house? She's probably here to rob us. Mother, do something! That girl does not live here. I have only two daughters. I believe we're finished here, Your Grace. Regardless, she means no harm. Here you are, my dear. Jack, hurry. Your Grace, please wait. May I try it on? Pay no attention to her. She's just an imaginative child. Madam, my orders were every maiden. You should let her go first. Thank you. I actually want to thank you for teaching Terra he needs to keep believing. What will I do? Please, don't worry. You see, I have the other slipper. Perfect fit. I must inform the prince immediately. You will come with me, of course. I'd be happy to. It's not fair. She's a scullery maid. Mother, are you just going to let them leave? No. Cinderella will be put in her place. Wir hatten noch keinen Endboss-Fight. Ich denke, da wird noch was kommen. Was ist das? Was ist passiert? Wo ist Cinderella? Sie wurde attackiert von einem Kreatur, einem Monster in der Forest. Ein Monster?
Bei der Grafik müsst ihr ein bisschen berücksichtigen, dass das Spiel ursprünglich für die PSP rausgekommen ist und jetzt nur mit HD-Texturen überzogen und auf der PS3 rausgebracht wurde. Also es ist ursprünglich ein PSP-Titel, deswegen keine grafischen Wunderleistungen erwarten. Natürlich, wenn ich riesige Kürbiskutschen, die Bomben werfen könnte, beschweren würde, dann würde ich das auch machen, um hier, keine Ahnung, die Dienstmarkt anzugreifen. This is what happens when you go against my wishes. Okay. The darkness in their hearts overtook them. Go. Dürfen wir jetzt ran? So, Ladescreen? Wäre voll nett, danke. Besiege den Unversierten, blocke seine Angriffe mit Viereck, denke ich mal. Ja, das brauchst du mir nicht bei jedem Kampf erzählen, liebes Spiel, wie man steuert. Okay, Aqua ist wesentlich langsamer im Anvisieren als Ventus noch. Ich wollte doch gerade. Oh Gott, das Viech nervt. Ich hab doch viel gedrückt. Okay. Jetzt aber, er steht gerade. Ja, na also, geht doch. Wir haben schon viel zu viel Damage genommen. Ich glaube, das wird nichts in diesem Kampf. Oh, jetzt dann Drecksviecher beschworen. Ja. Das macht so eine riesige Kürbiskutsche, außer blöd rumlaufen, anscheinend nicht ganz so viel. Was sind eigentlich deine kleinen Viecher da? Machen die irgendwas, außer doof rumstehen? So. Okay. Wir können leider noch nicht den D-Link benutzen, das heißt, wir sind jetzt tot. War mir aber irgendwie klar, neuer Versuch. Wie gesagt, wir haben keinen D-Link aufgebaut, den musste ich leider vor... Oder was heißt, den musste ich, den habe ich leider vorhin... ...bei dem blöden Kram da verwendet. Nee. Noch nicht. Er wird gleich auf mich zugerast kommen, dann trifft er mich wieder, wenn ich jetzt den Kram versuche. Ich habe mich am Anfang drauf angestellt und habe keinen D-Link... Okay, jetzt habe ich D-Link bereit. Gut, dass ich gestorben bin. Jetzt kann ich mich auch heilen. Du bist voll Idiot. Jawohl. Gut. Aber das macht ihm irgendwie keinen Damage. Zumindest nicht so viel, wie ich mir jetzt erhofft hatte. Okay, jetzt können wir unseren Abschlussangriff machen. Und dann kriegen wir das Ding auch gleich zu Boden. Oh, wir haben es irgendwie ohnmächtig gemacht. Das gefällt mir. Dann nimm das. So, so, so. Und dann schießen wir den Kram nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die Kutsche jetzt unbedingt haben wollen würde. Ich meine, die frisst alles auf und lässt alles explodieren. Da gibt es, glaube ich, bessere Kutschen. So, aber jetzt haben wir sie. Also, komm schon, jetzt werde ich nicht mehr dagegen. Du weißt eh, dass du keine Chance mehr hast. Oh, wir haben jetzt Donnerschlag aktiviert. Das ist, glaube ich, neu. Also hatten wir zumindest hier noch nicht. Nimm das! Ja, maximale LP gestiegen und die Deckgröße erweitert. Das ist super. Blöde Kürbiskutsche. Da fand ich die Kürbiskutsche von der Fee irgendwie angenehmer. Und dann haben wir doch unser Happy End. Hier, deine Geliebte kommt, nachdem sie gerade von der Kürbiskutsche fast aufgefressen wurde, aber da ist sie wieder.
pure heart filled with light? It's strange. The Master taught me darkness needs to be destroyed. But how, if not with light? Oh, my dear, you're too young to know. Experience more things, and you'll find the answer. Just trust in your dreams. Hey, wir können zu Cinderella einen Dimensionslink herstellen. Die kann bestimmt voll viel. Und Punkt Mitternacht erhalten. Okay, wunderbar. Du kannst jetzt irgendwann mit Plastikträumen Träume spielen. Habe ich überhaupt total super Lust drauf. Okay, Wahl zwischen Zwergenwald und Dornröschen-Dingen. Ich würde sagen, nehmen wir Zwergenwald. Oder? Ne, was ist denn die Kampfstufe? Kampfstufe 2 und... Kampfstufe 3, ja, habe ich doch gesagt, wir nehmen Zwergenwald. Aber erstmal schauen wir, was das neue Schützenschwert kann, was wir gerade eben gekriegt haben. Ich weiß, was dicker sind. Wir haben momentan den Regenfall, der hat 2 Angriffe und 2 Magie und Punkt Mitternacht kann genau dasselbe. Hat eine geringe Reichweite, aber ausgeglichene Werte. Ermöglicht kritische Treffer häufiger. Dann nehmen wir das mal. Und wir können unser Deck erweitern. Also neue Fähigkeiten für uns. Außerdem haben wir unsere jetzigen Fähigkeiten schon verbessert. Also fusionieren. Ja. Hast du mir schon dreimal erklärt. Brauchst du mir nicht nochmal erklären. Schwertfall und Eis wird zu. Haben wir schon. Oh, wir haben sogar Kristalle. Fertigkeiten zu. Die Nachladezeit hat er dann immer Kommandos verkürzt. Das finde ich ganz gut. Und wir bekommen Eisklinge. Na dann. Rüsten wir die Eisklinge aus. Rüsten wir den Barrierensturz aus. Rüsten wir Fesseln aus. Und rüsten wir Gemach aus. Und jetzt brauche ich nur noch Vita und alles ist super. Also verwunschenes Reich. Ich glaube, ich habe jetzt doch die falsche Welt genommen, ne? Egal. Schaffen wir schon irgendwie. What's that? I think I'd better go take a look inside. Enchanted Dominion, verwunschenes Reich. Wir sind eine Kampfstufe zu hoch, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich voll verkacken. Ich gehe davon aus, dass ich gleich die Welt wieder verlassen muss, weil die Gegner zu stark sind. Vielleicht sind wir aber doch ganz gut mit dabei. Wir schauen uns einfach die ersten Gegner mal an. Ich hoffe, hier auf dem Weg kommen schon welche. Und nicht erst nach 8 Cutscenes. Dann hier hin. Okay, da sind schon die Viecher. Und mache ich euch? Ich mache euch zu wenig Damage. Oh Gott, ich mache euch zu wenig Damage. Ich meine, ich kann euch besiegen, aber ich sag mal, spätestens beim Endboss in dieser Welt habe ich keine Chance. Deswegen mache ich euch drei komischen Schweinchensoldaten, Beschützer von Malefiz hier mal platt. Malefiz wird hier im Haus auf uns warten. Im Schloss. Moment, dafür muss ich aber zum nächsten Speicherpunkt kommen, um die Welt zu verlassen, ne? Okay, dann kämpfen wir bis zum nächsten Speicherpunkt vor. Weg mit dir. Ja, im Stream sind geplant, dass ich so versuche, vermutlich alle 2 Stunden Pause zu machen. Halt immer, wenn es sie gerade passt. Also es kann sein, dass ich irgendwann schon mal nach 1,5 Stunden Pause mache, dann mal nach 2,5, wie es sich jetzt gerade passt. Aber so grob würde ich sagen, alle 2 Stunden mache ich kurz Pause. Und dann, ja, entscheide ich immer nach der jeweiligen Lage, wie lange ich denn Pause mache. Also wenn ich dann was essen will oder so, dann mache ich eine 20- bis halbstündige Pause. Wenn ich nur mal kurz ein bisschen so Pause machen will, dann mache ich halt auch nur 10 bis 15 Minuten. Aber halt so ein bisschen, ne, Entspannung, ein bisschen vom PC weg.
so dass man auch mal was anderes hat, wenn ich die ganze Zeit hier auf dem Bildschirm starte. Aber mein Tablet nehme ich mit, dass ich euch im Chat trotzdem noch lesen kann und auch noch mit euch kommunizieren kann, dass ihr euch nicht ganz so allein fühlen müsst. Also nehme ich das mal. Gut, wie man an unserem Leben sieht, und wir haben leider noch kein Vita, machen die uns verdammt viel Damage mit wenig Schüssen. Was ich nicht so toll finde. Ja, mit einem Schuss zieht die uns ein halbes Leben ab. Kann ich die Welt nicht irgendwie verlassen? Oder muss ich jetzt echt bis zum nächsten Speicherpunkt rennen? Ich gehe nochmal ganz zurück zum Anfang. Ich muss die Welt doch irgendwie verlassen können. Wenn man auswählen die falsche Welt wählt, kann dann das Spiel doch jetzt nicht sagen, ja, Pech gehabt. Musste halt sterben. Oder kann ich übers Menü irgendwie... Nee, übers Menü geht nicht. Normalerweise geht es nur an Speicherpunkten. Oh, Kamera. Aber hier im Spawn ist kein Speicherpunkt. Ich kann tatsächlich nicht zurück. Wir müssen irgendwie bis zum nächsten Speicherpunkt kommen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Mann! Ich habe doch nur Chat gelesen während der Weltauswahl. Es tut mir leid, dass ich mich deswegen nicht aufs Spiel konzentriert habe. Und deswegen zum blöden, verwunschenen Reich statt zum Zwergenwald gegangen bin. Gut, das heißt jetzt also erstmal die nächsten paar Minuten sterben am laufenden Band. Majora's Mask kommt als nächstes. Also ich hatte jetzt vor, so die erste Hälfte von Birth by Sleep jetzt hier zu spielen, dann Majora's Mask. Und dann später im Stream die zweite Hälfte von Birth by Sleep. Von der Aqua Story. Damit ich jetzt hier nicht gleich am Anfang ganz lange dasselbe Spiel spielen muss. Oder was muss? Ich habe ja Spaß dran, aber es gibt halt sicherlich welche im Chat, die das Spiel nicht ganz so interessant finden wie andere. Und um halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen, mache ich halt so ab der Hälfte Pause. Deshalb gucke ich mal, was da vorne jetzt so... Was denn dann ab der Hälfte kommt. Die Hälfte müsste Radiant Garden sein, also sobald ich mit Radiant Garden durch bin... machen wir einen Spielwechsel zu Majora's Mask. So, der müsste eigentlich down sein, oder hat der... Jetzt ist er weg. Diese blöden Pfeil-Bogen-Typen, die nerven schon ganz schön. Vor allem drei Stück davon. Das und nimm das. Boah, ich habe keine Chance gegen die Viecher. Ich muss einfach weiterlaufen. Ich hoffe, es kommt gleich ein Speicherpunkt. Terra would hurt somebody like that. You don't believe me? That's unfortunate, for he agreed so easily. He did? Ben, don't be fooled! Aqua! Terra would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah. The truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The Master sent me. Huh? Ven, let's go home. But Terra... Terra's not ready to leave yet. Sorry, Aqua, but I can't go with you. What? It's just, I have to find him before it's too late. Ven! I see you too wield a Keyblade. How do you know about the Keyblade? A source of power. A key that opens the hearts of men, of entire worlds.
and allows one to obtain anything and everything. Such a power I find most fascinating. So, Terra, he really? Yes. Now, my dear, would you like to assist me as well? Never! I see. Xehanort was right. You are a most stubborn girl. Master Xehanort, how do you... It seems you need time to consider my offer. Fortunately, I have the perfect place. What? Ah! Gibt's an dem Ort auch einen Speicherpunkt? Dann würde ich nämlich gerne die Welt wechseln. Who are you? My name is Aqua. It looks like I was caught in a trap. Why are you here? To prevent me from breaking her evil curse, I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the glen. But now my true love lies in an eternal slumber. And only I can break the spell. You must really love her. Is what you said true? Yes, Maleficent told me. Oh, Prince Philip, it's you! Now, Philip, the road to true love may be barred by many more dangers, which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know, and Maleficent has the answer. Yes, of course, dear. Now come along. We must hurry to Aurora. Hey, unser Leben ist super. Speicherpunkt, okay. Gut, dann lasse ich Prinz Philip hier mal allein. Und wir gehen weg von hier. Und zwar zur Weltkarte. Der schafft das schon. Der hat das im Märchen auch allein geschafft. Gut, da waren noch keine Unversierten da. Also, jetzt zur richtigen Welt. Zwergenwald, das ist unsere Kampfstufe. Da können wir auch was reißen. Hoffentlich zumindest. What has happened here? Poor Snow White. She was just as sweet as could be. She sang us pretty songs. And made us smile. At bedtime, she told wonderful stories. About falling in love and the prince she'd met. And when we went to work, she gave us all a kiss. She was so full of kindness. Why, she made better folk of all of us. From what you've said, she must have been very loved. But how did this happen to her? A wicked queen was horribly jealous of our dear Snow White's beauty. So she used her evil magic to change into an old hag. Then she gave Snow White a poisoned apple. And by the time we got here, well, it was just too late.
We found the princess as still as can be. Nothing we could do would wake her. Isn't there some way we can help her? Well, not unless somebody craves the vessel. I'll brave the castle. No, you fools can stay here doing nothing. But I'm not afeard of going, not even to that witch's lair. You'll never make it. The castle's supposed to be guarded by magic and crawling with monsters. All right, then I'll go. You will? I will. Leave it to me. Well, all right, my dear. We'd be much obliged. Dwarf Woodlands, Zwergwald. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Stelle in diesem Spiel ist, um einen Witz zu erzählen. Ich glaube, es gibt bessere Momente in diesem Spiel, in denen man einen Witz erzählen könnte, auch wenn es Zeit ist. Ich warte mal ab. Gibt's auf jeden Fall. In der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr wird es auf jeden Fall einen Witz geben. Jetzt gerade, glaube ich, eher unpassend. Wir müssen nämlich Schneewittchen rächen. Und vorher gehen wir hier mal kurz Momori vorbei. Und kaufen uns Vita, denn das ist ganz wichtig. Jetzt können wir uns endlich heilen. Also, ich schmeiß mal gleich wieder was aus unserem Kommandodeck raus. Was fand ich nicht so gut? Ich glaube, Gemach hat mir nicht so gefallen. Nehmen wir Vita rein, können wir uns immerhin heilen. Wunderbar. Speicherpunkt haben wir hier auch. Auf zum Schloss der Hexe. Wir treffen ja so ein, nachdem Ventus verschwunden ist. Du sollst die Kiste nicht hauen, du sollst sie aufmachen. So, Heiltrank. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben Vita. Also, hier kommen wir auch schon wesentlich besser zurecht als im Schloss von Malefiz. Wow, hat's beigebracht. Also, weg mit dir. Sind wir gleich im nächsten Level. Je schneller wir im Level steigen, umso besser ist es. Ich kann mir nicht aussuchen, was für ein Witz kommt. Ich mach Zufallswitz. Ich glaube, es wäre ein sehr großer Zufall, wenn da jetzt ein Witz mit Apfel kommen würde. So, nein, mach die Truhe auf. So, Äther. Machen wir auch nicht. Sind die Bäume hier auch wieder aggressiv, oder war das nur bei Ventus so? War da ja auch nur während einer Quest so. Oh, diese kleinen Viecher, warum wir die gar nicht besiegen? Ich glaube, die bringen nur einen Erfahrungspunkt, oder? Ja, tatsächlich. Hier bringt uns gar nichts. Ihr haltet nur auf. Das nächste Mal, wenn die kommen, besiege ich die einfach nicht mehr. Okay, also nur dich. Ich glaube, du bringst mehr als einen Erfahrungspunkt. Ja, definitiv. Und ihr auch. Also kriegt ihr auch was ab. Dann haben wir nämlich gleich das nächste Level. Und dann kommen wir in dem Malefizturm auch schneller voran. Geht das hier? Die Attacke ist gestiegen, unser Attackenwert. Und da geht wieder eine Rückenmassage. Oh ja, wir machen schon schön an. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Wir machen auch schon schön Damage, das wollte ich sagen. Die Viecher sterben schneller als vorher, das ist super toll. So. Also, weg mit euch. Fessel mit die zwei. Was ist das jetzt mehr? Abschlag. Oh. Das hier ist jetzt Stufe 2. Merke ich davon was? Nicht wirklich. Verzieh dich. Der Abschlussangriff hat sich richtig gelohnt. So ins Nichts einfach mal reingefeuert. Finde ich richtig gut. Euch kriege ich aber zumindest mittlerweile auch weg. Ihr steht nicht mehr doof in der Ecke rum und macht nichts.
Also, weg mit dir. So. Willst du dich bitte verziehen? Wieso guck ich mir ja ein bisschen Gegner von allen? Das habe ich nicht nur so gesagt. Ihr macht als einzige Gegner uns wirklich Schaden? Und ich treffe euch nicht, weil ihr so klein seid. Wachst mal gefälligst. Könnt ihr wohl nicht angehen, dass ihr so klein seid. Finde ich unfair, dass ihr so klein seid. Also wachst jetzt.